Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation hier auf www.juolmedia-tv.de. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben heute zu einer besonderen Folge. Wir wollen uns anschauen, was genau vor 500 Jahren passiert ist. Das Jahr 2017 zeigt ja das Reformationsjubiläum und so haben wir in der heutigen Folge die Gelegenheit anzuschauen, was 1517 passiert ist. Bevor wir beginnen, wollen wir, wie wir es gewohnt sind, mit einem Gebet starten, wozu ich Sie ganz herzlich einlade. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir heute zurückblicken können auf das Jahr, das insbesondere die Reformation ins Rollen gebracht hat. Danke, dass wir heute auch eine ganze Menge von Dingen lernen werden, die uns vielleicht äh, neu sein werden oder nicht so bekannt sind. Vor allem, dass wir vieles über dein Evangelium sehen werden. Bitte schenkt uns deinen Heiligen Geist und gib, dass wir verstehen, was das, was damals passiert ist, wie das auch in unserem Leben heute eine große Bedeutung hat und eine große Wirkung entfalten möchte. Halt alles Störende fern und hilf uns, dass wir die Lektionen wirklich in unser Leben übertragen können. Im Namen Jesu. Amen. Teil 21. Januar bis Oktober 1517. Der Ablass. Das Jahr 1517 begann, in dem Luther einen Brief erhielt. Christoph Scheuerl aus Nürnberg der einige Jahre zuvor ja für kurze Zeit auch in Wittenberg unterrichtet hatte, gerade zu der Zeit dann allerdings gegangen war nach Nürnberg, als Luther nach Wittenberg gekommen war, und der jetzt in Nürnberg in einem Freundeskreis um Staupitz von Luther gehört hatte, denn Staupitz rühmte Luther als einen ganz großartigen Theologen und einen echten Bibelgelehrten, dieser Christoph Scheuerl, dieser Rechtsgelehrte, ähm, bat Luther um Brieffreundschaft, schrieb ihm einen Brief und lobte ihn in allen Tönen und natürlich auch den Staupitz und äh, wollte diese Freundschaft damit initiieren. Luther hat darauf recht zurückhaltend geantwortet. Er hat in das gleiche Horn gestoßen, äh, wenn es um Staupitz ging, hat auch ihn groß gelobt, aber wollte unter keinen Umständen von dem Christoph Scheuel gelobt werden. Ja, es ging so weit, dass er fast ein bisschen Angst hatte vor einer Freundschaft mit ihm, denn zu viel Lob ähm, so schien es ihm würde seinen Charakter verderben. Er sah überhaupt gar nichts äh, an sich, was lobenswert gewesen wäre. Selbst auf den Einwand, dass der Scheuerl ja vielleicht Christus in ihm gesehen hätte, antwortete er sehr fast schon deprimierend. Er könne sich kaum vorstellen, dass Christus in ihm Sünder wirklich wohne. Luther war also sehr sensibel mit diesen Dingen und wollte unter keinen Umständen durch äußere ähm, Bedingungen zum Stolz verführt werden. In Nürnberg, ähm, wo der Christoph Scheuel vom Luther gehört hatte, ähm, galt Luther als ein echter Staupitz-Anhänger und war entsprechend unter den, den Insidern, den, 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 die zum Kreis gehörten, schon recht bekannt. Am 4. Januar erhielt Luther eine Predigt, in der er die Pfarrer kritisierte, weil diese ständig nur Fabeln, Legenden und Ablässe predigen würden, aber nicht das Evangelium. Und äh, so rief er tatsächlich ein Wehe über die Kirche aus und forderte eine Reformation. In dem Fall eine Reformation der Predigt. Die Prediger sollten wieder die Bibel predigen und nicht einfach irgendwelche Legenden um Geld für den Ablass zu bekommen. Am 13. Januar war Karlstadt in Leipzig. Er hat es immer noch nicht verwunden dass äh, Luther so sehr gegen die scholastische Theologie gewettert hatte in den Monaten zuvor, Ende 1516, und sich einzig und allein auf diesen Augustinus berief samt der Bibel. Und so nutzte Katscher die Gelegenheit, sich in Leipzig einige Werke von Augustinus zu kaufen, in dem Bemühen, durch das Lesen von Augustinus zu beweisen, dass Luther ihn falsch verstanden hatte. Und so begann er jetzt äh, die Werke dieses alten Kirchenvaters, dieses frühen Kirchenvaters, zu studieren. Und je mehr er Augustinus las, und weil Augustinus äh, in großen Teilen das biblische Evangelium fand, desto mehr stürzte sein gesamtes akademisches, scholastisches Denkgebäude in sich zusammen. Es wurde Licht auch im Denken von Andreas Bodenstein. Dr. Karlstadt. Das Thema Ablässe wurde an vielen Stellen hier und dort diskutiert, vor allem auch durch diesen neuen Petersablass, der ganz unverfroren äh, ja damit warb, Geld für den Bau der Kirche zu generieren. Staupitz sprach sich Anfang 1517 selbst gegen die Ablässe aus. Das war eine recht moderne, recht fortschrittliche Ansicht in jenen Tagen. Ebenfalls im Januar 1517 erwarb der Augustiner Mönch Kasper Güttel, 46 Jahre alt, der in Eisleben, im Augustinerkloster, für das ja auch Luther als Vorsteher, für als Distriktsvikar zuständig war, als Prediger angestellt war, seinen Doktortitel an der Universität in Leipzig. Und dann kam der 22. Januar, und der sollte die Welt verändern, denn an diesem Tag wurde Johann Tetzel nach äh, verschiedener Tätigkeit zuvor schon im Ablassgeschäft jetzt für die Magdeburger Kirchenprovinz zum Generalsubkommissar für den Ablassvertrieb vereidigt. Sein Auftraggeber war Albrecht von Brandenburg, der ja nicht nur Erzbischof von Mainz war, sondern immer noch auch Erzbischof von Magdeburg. Und wir hatten ja in folgenden Folgen gesehen, wie schwer verschuldet er selbst war, wie schwer auch das Erzbistum Mainz unter der Schuldenlast zu leiden hatte. Und ähm, wie dieser Plan eingefädelt war, worden war durch die Fugger, dass der Ablassverkauf. Das Geld durch den, den Ablassvertrieb auch Mainz zugutekommen sollte. Tetzel sollte jetzt diesen schleppend begonnenen Ablassverkauf äh, neues Leben einhauchen. Er hatte ja große Erfahrung damit und äh, wurde jetzt ganz äh, fürstlich auch für diese Aufgabe entlohnt. Er bekam einen Monatslohn von 80 Gulden plus Kost, plus einen Wagen und einen Knecht, der ihm zur Seite stehen sollte. Vermutlich hat ähm, Tetzel auch äh, Instruktionen verfasst für andere Ablassprediger, die jetzt in, in der Magdeburger Kirchenprovinz unterwegs sein sollten. Diese Kirchenprovinz äh, umfasst ein ganzes, einen ganzen Teil Mittelostdeutschlands oder zumindest des damaligen Heiligen Römischen Reichsdeutscher Nation. Und äh, Tetzel begab sich jetzt auf diese Reise von Ort zu Ort um den Ablass für die Peterskirche zu verkaufen. Der Ablass nahm jetzt tatsächlich Fahrt auf. Nachdem das in den ersten Jahren etwas gestockt hatte, weil die Franziskaner kein Interesse hatten, ähm, wurde jetzt dieser Ablass für den Petersdom immer häufiger verkauft, immer offener beworben. Und das hat eine ganze Reihe von zeitgenössischen Experten zur Kritik angeregt. Also, diese Sache war jetzt im Rollen. Am selben Tag, als äh, Tetzel vereidigt wurde, um in der Magdeburger Kirchenprovinz als äh, Ablassverkäufer unterwegs zu sein, fand im Nahen Osten eine richtungsweisende Schlacht statt. Die Osmanen, die im Jahr zuvor in Syrien bereits das ägyptische Mamlukenreich besiegt hatten, waren jetzt nach Süden vorgestoßen, in das Zentrum des Mamlukenreiches. Die Mamluken waren ja äh, kaukasische, islamische Söldner eigentlich gewesen, die dort ähm, den, den, das ganze Gebiet um Ägypten und äh, äh, Libyen bis nach äh, Mekka und Medina unter Kontrolle hatten und auch Syrien. Und ihre Tage waren jetzt gezählt in der Schlacht von Raidania wurden sie von den Osmanen vernichtend besiegt am 22. und 23. Januar. Tetzel kam Ende Januar in Eisleben an, das war ja die Geburtsstadt von Martin Luther. Im Gegensatz zu den meisten anderen seiner Stationen hat hier der Ablassverkauf etwas stagniert. Am 31. Januar kam Martin Butzer nach Heidelberg immatrikulierte sich dort an der Universität. Er hatte ja schon einige Jahre zuvor als Dominikaner Mönch Theologie studiert, war zuletzt in Mainz gewesen und wollte jetzt an der Universität in Heidelberg seine theologischen Studien fortsetzen. 25 Jahre war er alt. Am 3. Februar nahmen dann die Osmanen auch die Hauptstadt des Mamlukenreiches Kairo ein und damit endete die Herrschaft der Mamluken. Und äh, das Osmanische Reich ähm, gewann gewaltiges Territorium in nur wenigen Monaten dazu. Nicht nur ganz Syrien und äh, Nordostafrika und Ägypten und die Sinai-Halbinsel. Nein, äh, im Laufe des Jahres wurde dann auch ähm, Medina und Mekka erobert. Das heißt, die Osmanen übernahmen jetzt ganz offiziell die führende Rolle, die Schutzrolle für die heiligen Pilgerstätten des Islam. Bis nach Jemen drehten. Äh, haben sie den Krieg ausgeweitet und dort auch dann die Kontrolle übernommen? In den ersten beiden Februarwochen ist Tetzel dann in Leipzig gewesen. Auch hier hat er versucht, den Ablass zu verkaufen. Das ist allerdings auch auf Widerstand gestoßen in Form des Herzogs von Sachsen. Herzog Georg der Bärtige, der, wie man sieht, seinem Namen alle Ehre gemacht hat, war dagegen nicht aus theologischen Gründen, sondern aus rein finanzpolitischem Interesse. Er wollte nämlich seinen eigenen Ablasshandel mit Rom organisieren für die Bergstadt Annaberg. Aus dem gleichen Grund war es dem Tetzel sogar untersagt in Kursachsen, also dort, wo der Kurfürst Friedrich III. regierte überhaupt zu wirken, weil der mit seinen Reliquien ein eigenes einträgliches Ablassgeschäft hatte. Herr Georg der Bärtige konnte allerdings im Herzogtum Sachsen, im anderen Teil Sachsens, was sich ja geteilt hatte vor vielen Jahren, wie wir gesehen haben, äh, Tetzel nicht völlig auf, äh, aufhalten und hindern. Allerdings ist für einige Zeit hier der Petersablass nur unter der Hand verkauft worden durch die Dominikaner im februar schrieb luther einen brief an seinen ehemaligen philosophielehrer truth vetter der in erfurt im studium sein äh, professor gewesen war und äh, in diesem brief ging luther jetzt zum generalangriff auf aristoteles über mittlerweile war ihm vollkommen klar das grundproblem in der akademischen theologie war dass man alles auf aristoteles äh, zurückführte er war das Grundübel und er beschwerte sich gegenüber seinem Lehrer, dass man den Schülern, den Studenten schlechte Bücher diktierte. Und äh, er wollte diesem Brief nachweisen, dass man den Aristoteles viel zu sehr überschätzt. Aber sein alter Lehrer Trutvetter reagierte auf diesen Brief nicht. In der zweiten Hälfte des äh, Februar war Tetzel dann in Merseburg aktiv, dort ähm, im Gebiet des Bischofs von Merseburg und wiederum gab es Konflikt mit dem Herzog von Sachsen, aber auch hier konnte der Herzog das nicht komplett unterbinden. Viele Leute waren begeistert ähm, von den doch sehr marktschreierischen Predigten des Tetzel, der äh, Vergebung der Sünden, fast aller Sünden, Gegenzahlung von Geld versprach. Am 24. Februar hatte Luther dann seine Reihe über die seine Predigtreihe über die Zehn Gebote beendet und hielt eine Predigt über Matthäus 11, Vers 28 und Folgende. In dieser Predigt ging er auch wieder auf das Ablassproblem ein. Er sagte dort, dass die Ablässe eigentlich Angst vor der Strafe lehren, aber nicht Angst vor der Sünde. Und in gewisser Weise können Ablässe als Entschuldigung genommen werden, um zu sündigen und würden dann zu einer Entehrung des Kreuzes. Also ähm, Luther mischte seine Stimme hier in diesem Chor, in diesem wachsenden Chor der Kritiker, dieser doch recht äh, fragwürdigen Ablasspraxis. Die Predigt selbst ging, wie gesagt, über Jesus, der alle Menschen zu sich ruft, wie es in Matthäus 11 heißt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Luther hat danach angefangen, in Predigten das Vaterunser auszulegen. Die berühmte Stelle aus der Bergpredigt, wo es heißt: Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also, Luther hat ganz bewusst über wichtige Texte der Bibel Predigtreihen angefertigt, die Zehn Gebote oder jetzt hier das Vaterunser Dinge, die auch den gemeinen Gläubigen relativ gut bekannt waren oder bekannt sein sollten. Und er hat versucht, das dann so einfach wie möglich zu erklären. Am 1. März finden wir einen Brief von Luther an seinen Freund Johann Lang, der ja in Erfurt das Augustinerkloster leitete. Und in diesem Brief schreibt Luther über Erasmus. Vor dem hat er natürlich viel gelernt und vor allem ihm auch viel zu verdanken wegen dem äh, Neuen Testament auf Griechisch, das es ja seit letztem seit dem Jahr zuvor auf dem Markt gab. Aber trotzdem äh, hatte Luther Grund, sich über Erasmus auch zu beschweren. Er schreibt gegenüber Lang, dass er Erasmus immer weniger schätze, weil der zwar zu Recht die Unwissenheit der Mönche kritisiere, aber Christus zu wenig fördere. Bei Erasmus, dem Humanisten, überwiege halt doch das Menschliche und nicht das Göttliche. Und äh, Luther ist dabei sehr vorsichtig, weil sein Freund Johann Lang ein überzeugter Humanist ist und ganz begeistert ist von den Schriften. Aber Luther sieht die Gefahr, dass wenn man zu sehr Menschen preist und zu sehr sich allein mit der Antike beschäftigt, dass am Ende dann man auch nicht wirklich etwas gewinnt. Und so möchte er seinen Freund lang sensibilisieren dafür, dass Erasmus nicht das Maß aller Dinge ist. Auch wenn man hebräisch und griechisch kennt, ist man noch lange kein weiser, guter Christ, sagt Luther. Und ähm, er vergleicht dann äh, den besonders sprachgebildeten, ähm, Kirchenvater Hieronymus, der für Erasmus so das Maß aller Dinge ist, mit dem doch viel tiefsinnigeren Augustinus, der das Evangelium mehr in den Mittelpunkt gerückt hat. Am 4. März erreicht der spanische Konquistator Francisco Hernández de Cordoba eine Küste. Man war von den von den bereits besetzten Karibikinseln wieder aufgebrochen auf eine Expedition und kam dort am Ufer an traf dort einige Eingeborene die in der Maya-Sprache antworteten Yucatan was so viel bedeutete wie ich verstehe deine Sprache nicht ähm, Cordoba Hielt das allerdings für den Namen des Landes und deswegen heißt bis heute die Gegend, wo er landete, die Yucatan-Halbinsel, die heute zu Mexiko gehört und womit die Eroberung dessen, was wir heute Mexiko nennen, begonnen hatte. Mehrmals war man an Land gegangen dort in diesem Jahr, aber es war sehr schwierig dort Fuß zu fassen zunächst und die Expedition wurde zunächst einmal dann wegen hoher Verluste wieder abgebrochen. Staubwitz veröffentlicht ungefähr in dieser Zeit dann auch... Sein Büchlein über die zeitliche Vollendung der ewigen Vorsehung. Das ist vor allem deswegen wichtig gewesen, weil Karlstadt dieses Büchlein las und dort genau dasselbe fand, was er auch schon bei Augustinus äh, gefunden hatte und ihn in seiner theologischen Wende bestätigt hat. In diesem Büchlein schreibt äh, Staupitz Dinge, die man sonst vor allem eigentlich dann von der reformatorischen Theologie des Luther her kennt. Also Luther war nicht der Erste, nicht der Einzige, der in dieser Zeit diese Ideen äh, formulierten. Und dieses Büchlein war für Luther und vor allem auch wie gesagt für Karlstadt eine echte Bestätigung dieser reformierten Ideen über das Evangelium. Es war dann auch Staupitz, der dafür sorgte, dass Wenceslaus Link, auch ein Freund der von Luther, der lange Zeit in Wittenberg gewesen war und auch dort an der theologischen Fakultät unterrichtet hatte, aus München, wo er als Prediger im Kloster gewesen war, auch nach Nürnberg geholt worden ist. Äh, Wenceslaus Link ist äh, dort in Nürnberg zu einem sehr beliebten Prediger herangereift und äh, gehört natürlich selbstredend dort auch zum Kreis um Staupitz. Am 10. März schlossen der Deutsche Orden. Im Baltikum und das Großfürstentum Moskau einen militärischen Beistandsvertrag. Nicht zuletzt deswegen, weil ja kurz zuvor, äh, zwei Jahre zuvor, Polen, Litauen, Böhmen, Ungarn und auch das Heilige Römische Reich, also Habsburg, in Form des Kaisers äh, ihrerseits ja eine Allianz geschlossen hatten. Und äh, um dem entgegenzutreten, ähm, um die Machtverhältnisse in Osteuropa wieder zu stabilisieren, äh, haben der Deutsche Orden und Moskau sich hier militärisch angenähert. Eine weitere Predigt von Luther datiert etwa aus dem März. Dort äh, hat er anlässlich einer Kirchweihe gepredigt, erneut über den Ablass, weil seine Zuhörer unbedingt mehr darüber erfahren wollten. Das war ein Thema, das die Leute stark bewegte. Ähm, hier führte Luther aus, dass die Fabelredner das Volk verführen zum Laster. Und äh, um allerdings keinen Konflikt zu erzeugen, fügte er hinzu, dass das was der Papst über den Ablass sagte richtig sei. Also zu diesem Zeitpunkt versucht Luther einen Unterschied zu machen zwischen der eigentlichen kirchlichen Lehre über den Ablass, der er zustimmt, die auch vom Papst bestätigt wird, und dann von diesen marktschreierischen äh, Legendenpredigern, die äh, übertrieben versuchen, die Leute über den Tisch zu ziehen und äh, den Ablass äh, ja in halsbrecherischer Art und Weise verkaufen. Und äh, man sieht anhand dieser Differenzierung schon, dass dem Luther ziemlich früh deutlich war, dass dieses Thema heikel war, das dort angeschnitten wurde. Bei dieser Predigt führt Luther jetzt auch sein Verständnis der Buße noch einmal sehr deutlich aus, so wie er es über die Jahre jetzt entwickelt hat, durch Bibelstudium, auch durch seine eigene Erfahrung in der Anwendung der biblischen Lehre, auch das, was ihm Staupitz erklärte und was er auch bei Erasmus im griechischen Neuen Testament gefunden hatte, floss damit ein. Die Kirche hatte ja eine dreifache Buße gelehrt. In der kirchlichen Lehre musste man zuerst sich selbst zerknirschen über die Sünde, konnte dann zum Priester gehen, der ein Absolutierte absolvierte, die Absolution erteilte und äh, dann die Vergebung dadurch zusprach von Gott daraufhin hat der priester immer noch eine genugtuung auferlegt also irgendwelche guten werke die man quasi als wiedergutmachung tun sollte und der ablass nach eigentlicher kirchlicher praxis war nur dazu da dass die ähm, absolvierten sünder denen schon vergeben worden war jetzt eben nicht eine pilgerreise tun mussten oder irgendwelche guten werke vollführen sollten sondern einfach durch geldzahlung diese Abkürzung nehmen konnten, die Genugtuung nicht im vollen Umfang leisten zu müssen. Aber Luther hatte mittlerweile verstanden, dass diese dreifache Buße eigentlich nicht wirklich den Kern der biblischen Lehre trifft. Er hatte nicht zuletzt durch das Studium der Bibel und auch von Augustinus erkannt, dass die wahre Buße eine innere Buße ist, eine Herzensbuße und die äußerlichen Handlungen der Buße, wie das Beichten und das Absolviert bekommen, lediglich ein Zeichen sind für das, was innerlich im Herzen geschehen muss und dass die Genugtuung dann nicht durch ein paar gute Werke, Abgetan ist und schon gar nicht durch Geld, eigentlich, sondern die Genugtuung muss darin bestehen, dass man ein Leben lang in der Demut lebt. Man kann also nicht mit ein paar Werken einfach so das äh, abwischen, sondern wer Buße tut, der muss verstehen, dass er in Zukunft immer abhängig ist von der Gnade Gottes. Diese äh, Demut war dem Luther in dieser Zeit ja sehr, sehr wichtig, diese sogenannte Demutstheologie, der Mensch, der sich seiner eigenen Unwürdigkeit bewusst ist, nicht nur ähm, vor der Vergebung der Sünden, sondern auch nach der Vergebung der Sünden. Und so formuliert er, ähm, so können wir das zusammenfassen, die wahre Buße und die falsche Buße. Die wahre Buße hasst die Sünde und liebt die Gerechtigkeit und sogar die Strafe. Während die falsche Buße die Gerechtigkeit hasst und die Strafe hasst und dagegen die Liebe eigentlich, und die, die Sünde eigentlich liebt. Luther hatte erkannt zu dem Zeitpunkt, dass der Ablass, zumindest so wie er gepredigt wurde, von den Ablasspredigern, eher dazu tendierte, solch eine falsche Buße zu erzeugen, wo man aus Angst vor der Strafe, aus Angst vor dem Fegefeuer äh, Geld bezahlt aber die Sünde, das Problem der Sünde eigentlich gar nicht wirklich angegangen wird. Und Luther hat das Anliegen, dass die Menschen statt einfach durch ein Papier in Wirklichkeit zur echten Herzensbuße kommen, echte Bekehrung erleben und dann die Sünde hassen und gern noch gute Werke tun, aber eigentlich so ist seine Idee braucht dann der Bekehrte diese Ablässe eigentlich gar nicht mehr so wirklich. Interessant ist auch, dass äh, Luther in dieser Predigt anführt, dass er sich nicht sicher ist, ob die Privatbeichte überhaupt biblisch sei und er würde diese Frage den Juristen überlassen. Am 16. März endet das fünfte Laterankonzil in Rom. Fünf Jahre hat man um die Kirchenreform gerungen, ein paar michige Ergebnisse erzielt und selbst die können umgangen werden, wenn man nur genügend Geld hat oder den... Papst gut genug kennt. Die Kirche hatte die Chance, sich selbst zu reformieren und diese Chance ist kläglich vertan worden. Am 22. März war Tetzel in Halle. Immer weiter, Ort zu Ort ging er, um den Ablass zu predigen. Am 28. März Deutet Luther an, dass Karlstadt, der mittlerweile vollkommen überzeugt ist von der Theologie des Luthers, von der Theologie des Augustinus oder, wie man eigentlich sagen müsste, von der Theologie des Paulus, dass er sich vorgenommen habe, Karlstadt mit den Juristen und den Sophisten, das heißt den Scholastikern, den Akademikern, eine Auseinandersetzung zu beginnen. Und Luther scheint das zu freuen. Er selbst hatte noch natürlich in, in Disputationen schon einiges vom Stapel gelassen. Aber jetzt ähm, sagt er, dass auch Karlstadt bereit ist, hier an die Front zu treten. Am 1. April schreibt Scheuerl wieder an Luther. Die Freundschaft ist doch äh, einigermaßen entstanden durch den Briefkontakt und Scheuerl ähm, fragt Luther, ob er ihn in Kontakt bringen kann mit einem Freund, den er hat, einem Professor aus Ingolstadt, der recht bekannt ist, nämlich Johannes Eck, auch der ungefähr ein paar Jahre jünger als Scheuerl und Luther. Lut äh, Eck hat nämlich Interesse daran, auch der Freund von Luther zu werden. Und Scheuel äh, versucht das sozusagen einzufädeln. Luther ist damit dann auch einverstanden und es entwickelt sich auch eine Freundschaft, eine Brieffreundschaft zunächst einmal zwischen Johannes Eck, diesem äh, doch begnadeten ähm, Debattierer, der in den Jahren zuvor ziemlichen Ruhm erlangt hat, aufgrund seiner starken Disputation, über die wir ja gesprochen haben, und Martin Luther. <laughs> Im Frühjahr veröffentlichte Luther auch seine Auslegung der sieben Bußpsalmen. Das sind die sieben Psalmen, die äh, ganz besonders das Thema der Buße äh, in den Vordergrund drücken. Luther hat sich also mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Er hat sie drucken lassen in Wittenberg, seine Auslegung, und sie dann nach Erfurt gesandt zu seinem Freund Johann Lang. Der war allerdings nicht äh, wirklich hundertprozentig zufrieden damit. Auch Luther hat später zugegeben, dass er hier noch ein bisschen... Umständlich formuliert hat er, er, er weiß eigentlich schon, was er sagen will, aber er, er findet noch nicht immer die richtige Sprache. Er, er verliert sich manchmal in Details und es fällt ihm schwer, diese neuen revolutionären Gedanken des Evangeliums richtig konkret zu kommunizieren. Interessant ist diese Schrift auch deswegen, weil er hier ganz bewusst nur noch den buchstäblichen Schriftsinn verfolgt und den traditionellen vierfachen Schriftsinn, wie die äh, römische Kirche ihn lehrt und wie er auch in den ersten Vorlesungen noch verwendet hat, er den jetzt einfach äh, ignoriert und sich davon abwendet. Am 10. April 1517 ist K. Freitag. Die Osterzeit ist natürlich eine besondere Zeit äh, im kirchlichen Leben gewesen und die Menschen besonders auch äh, geeicht auf geistliche Dinge. Und an diesem Tag ist Tetzel in Jüterbog. Das ist nur 35 Kilometer entfernt gewesen von Wittenberg. Und so reisen auch viele Wittenberger nach Jüterbog, obwohl Tetzel ja gar nicht erlaubt äh, ist, dem Tetzel nicht erlaubt gewesen ist, nach Wittenberg selbst zu kommen. Ähm, Tetzel war zuvor in Zerbst gewesen, auch dort ähm, sind ähm, viele Wittenberger hingegangen und äh, haben also einfach äh, das, was ihnen zu Hause verwehrt war, weil der Kurfürst eigene Ablässe verkaufen wollte, jetzt äh, dort in Jüterborg und in Zerbst erworben. Und als die zurückkommen mit ihren Ablassbriefen, und dem Martin Luther bei der Beichte diese Briefe vorhalten und sagen, wir brauchen nicht einmal mehr zerknirscht sein, wir brauchen keine Reue zeigen, wir haben schon bezahlt, du musst uns jetzt absolvieren. Da ist der Luther tief getroffen. Nicht nur weil er in diese Geldmacherei etwas komisch vorkommt, sondern weil er ja mehr als die meisten anderen in das biblische Thema der echten wahren Buße eingedrungen ist und deswegen stoßen da jetzt zwei Kontinentalplatten, zwei theologische Kontinentalplatten aufeinander. Ähm, er wird dann auch besonders nachdenklich, als ihm einige Wittenberger erzählen, wie der Tetzel diese Ablässe verkauft, wie marktschreierisch er die äh, Erlösung und das Volk bringt und wohl angeblich sogar Schwerstverbrechen verharmlost, wenn man einfach nur Geld bezahlt. Und Luther ist wirklich aufgebracht. Er hält zunächst einmal in der Osterzeit einige Predigten, um äh, den Menschen deutlich zu machen, was wahre Buße ist, denn äh, Luther sieht sich außerstande, einfach den Menschen die Vergebung zuzusprechen, weil sie einfach Geld bezahlt haben. Und äh, entsprechend sind dann natürlich die Käufer der tätlichen Ablassbriefe sehr verärgert, weil sie Geld bezahlt haben und trotzdem nicht von ihrem Beichtvater absolviert werden. Und äh, Luther sieht, dass hier das Problem größer ist, als er das vielleicht geahnt hat. So hört er auf, über dieses Thema zu predigen und will sich Zeit nehmen, richtig mit der Thematik zu befassen. Er hat zwar hier und da über Ablasse gepredigt, aber nie wirklich das Thema studiert. Bisher hat er sich ja mehr mit den grundsätzlichen Fragen des Evangeliums, der Erlösung, der Rechtfertigung, der Buße beschäftigt. Er kauft sich Literatur über den Ablass und äh, nimmt sich auch Zeit mit den Kirchenrechtlern, mit den Juristen über diese Frage zu debattieren und zu sprechen. Und den ganzen Sommer lang wird er sich jetzt diesem Thema widmen, ohne darüber öffentlich zu reden. Er will wirklich wissen, was er dazu glauben soll in Wittenberg. Derweil beginnt Karlstadt seine Schrift, er äh, beginnt Karlstadt in seinen Vorlesungen als äh, Professor im Sommersemester ähm, die Schrift vom Geist und vom Buchstaben ähm, von Augustinus jetzt zu behandeln. Also der Karlstadt ist wirklich hundertprozentig geschwenkt und hat sich von der althergebrachten akademischen Scholastik total entfernt. Anton Stolpen Anton Lauterbach aus Stolpen beginnt 15-jährig in dieser Zeit auch sein Studium in Leipzig. Und dann kommt der 26. April 1517. Karlstadt, wie von Luther angedeutet, sucht die Auseinandersetzung. Er schlägt an die Kirchentür äh, an der Schlosskirche in Wittenberg 151 Thesen an. Wohl werden an diesem Tag in Wittenberg die Reliquien gezeigt, was die ganze Sache noch einmal interessanterweise äh, brisanter macht. Er fordert eine Disputation mit verschiedenen sächsischen Theologen, ähm, oder mit einem sächsischen Theologen, den der Kurfürst bestimmen soll. Und seine 151 Schlussfolgerungen über Naturgesetz, Gnade und Gnade gegen die Scholastiker und die allgemeine Auffassung sind es wert, genauer unter die Lupe genommen zu werden. Übrigens gibt es in einem einzigen Manuskript sogar eine These mehr, weswegen manchmal in der Literatur auch von 152 Thesen die Rede ist. Werfen wir einen kurzen Blick auf einige Ausgewählte von Ihnen, die der Karlstadt hier der Öffentlichkeit... Preis gibt. Da heißt es zum Beispiel in der These Nummer 7, die Meinung des heiligen Augustin weicht in Fragen der Moral keiner anderen. Also Augustinus ist der wichtigste aller Kirchenväter. 21. Der Wille erlangt nicht vermöge seiner Freiheit die Gnade, sondern eben Gegenteil. Also der Wille ist nicht frei, einfach zu tun, was er möchte. Der Gnade gehen keine guten Verdienste voraus. Ganz entscheidend hier äh, die reformatorische äh, Erlösungstheologie 25. Vielmehr lehrt die Schrift, dass nicht einmal böse Verdienste, sondern sogar Verbrechen der Rechtfertigung vorausgehen. Jemand, der schlimme Verbrechen gegangen, begangen hat, kann gerechtfertigt werden. 27. Gott ist es, der das freie Entscheidungsvermögen antreibt. Halten wir fest, der Kaltstadt, anders als später Luther, glaubt an eine freie Entscheidungsmöglichkeit des Menschen. 34. These. Der Mensch kann vor der Gnade eine nicht erlaubte Handlung begehen, ähnlich wie auch vorher schon. 35. Er kann nicht erneuert werden ohne Fürsprache eines Mittlers. Ohne Christus gibt es keine Erneuerung. 39. In keinem guten Werk machen wir den Anfang. Immer ist es Gottes Initiative. 43. Die Hilfe der Gnade zu begehren ist der Anfang der Gnade. Also wer seine Hilflosigkeit spürt, der erlebt echte Gnade. 44. Der Gerechtfertigte kann nicht rechtschaffen leben, es sei denn, ihm wird von Gott her geholfen. Also, hier sieht man diese Flut des, des Evangeliums, wie man es auch bei Paulus findet, in diesen Thesen jetzt der sich erbreit machen. 45. Niemand kann frei sein, Gutes zu tun, es sei denn, er wurde durch Christus befreit. 54. These. Zu bekräftigen, dass ein Sünder, der todbringende Sünde begangen hat, gute Werke im Allgemeinen tun muss, um leichter zu genesen, heißt, die Schrift zu pervertieren. 65. Gottes Gebote werden den Menschen vergeblich gegeben, wenn sie keine freie Willensentscheidung haben. Da sieht man wieder ähm, die Notwendigkeit eines freien Willens. <laughs> 66. Durch die göttlichen Gebote wird das freie Entscheidungsvermögen ermahnt, die Gnade zu suchen. Also, Karlstadt versteht und äh, lehrt jetzt, worin wo, eigentlich der Sinn der Gebote Gottes besteht. Das Gesetz fügt uns Schmerz zu, den es nicht heilt, aber es ermahnt, dass wir einen Arzt suchen. Dann 68 das Gesetz macht die Laster offenbar. Das ist ein direktes Echo dessen, was Paulus auch im Römerbrief schreibt. 84 Gesetz ohne Gnade ist tötender Buchstabe. Gesetz in der Gnade Leben spendender Geist. Hochinteressant. 85 Die Gnade macht uns zu Liebhabern und Tätern des Gesetzes. Also in diesem reformatorischen Verständnis von Karlstadt wird das Gesetz keinesfalls abgeschafft. 91. Der Mensch kann ohne Gnade keine Gebote des Gesetzes erfüllen, nicht einmal unvollkommen. Und dann ganz hochinteressant: These 101. Die zehn Gebote sind ausgenommen, die Einhaltung des Sabbats äh, vom Christenmenschen einzuhalten. Also man wusste schon von dem vierten Gebot. War damals der Meinung, dass es einfach nicht mehr gültig ist. Jedoch buchstäbliche Einhaltung vermehrt Begierde und Unrechtmäßigkeit und erzeugt, und erzeugt, über das Maß Sünde. Dann das Gesetz des Glaubens, geschrieben auf den fleischlichen Tafeln des Herzens, ist die Liebe selbst ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist eine wundervolle These: Die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen kommt, das ist das Gesetz. Des Glaubens. 106. Werke der Liebe auf Papier geschrieben ist das Gesetz der Werke und töten der Buchstabe. Karlstadt versteht jetzt ganz genau, was eigentlich mit diesem Gesetzeswerken ge gemeint ist, nämlich das, die, die Theorie, die man ohne den Geist nicht halten kann. 107. Dieselbe Gnade lag im Alten Testament verborgen, die im Evangelium Christi gespendet worden ist. Karlstadt versteht, Altes Neues Testament ist äh, letztendlich dasselbe Evangelium. 120. Beständigkeit in der Liebe ist der Ausdruck der Gnade Gottes. Wirklich tiefgründige Sätze, über die man mehr noch sagen müsste, wenn die Zeit da wäre. Dem Gerechten, der mit der Gnade Werke tut, steht das ewige Leben gemäß Würdigkeit nicht zu. Mit anderen Worten, selbst wer aus Gnade das Richtige tut, kann sich damit das ewige Leben nicht verdienen. Ein Gerechter ist somit gut und böse zugleich, ein Kind Gottes und ein Kind der Welt. Karlstadt wehrt sich dagegen dass man angeblich durch die Bekehrung sofort vollkommen sündlos ist, sondern er weiß, ähm, da gibt es immer noch Begierde und Versuchungen, und auch der Christ fällt. 144 die Lehre des Aristoteles führt in den Schulen der Theologen zu einer schlechten Mischung da sieht man also auch jetzt diese antihaltung gegenüber Aristoteles die er von ähm, Luther übernommen hat Sünde im Körper zu haben ist nicht mit sündigen gleichzusetzen das ist vielleicht interessant äh, er glaubt wie auch Luther aufgrund von Augustinus an die Erbsünde glaubt aber nicht dass äh, dass man Sünde im Körper hat das gleiche ist wie äh, wenn man dass man tatsächlich sündigt was ist das anderes als ein Echo folgender Worte von Paulus, denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Oder so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird ohne Werke des Gesetzes. Das Evangelium bricht sich Bahn in diesen 151 Thesen von Karlstadt. Luther war begeistert wirklich begeistert, ähm, dass der Karlstadt das so auf den Punkt gebracht hatte. Und er freute sich so sehr, dass er diese Thesen direkt weitergesandt hat. Zum Beispiel zu seinem neuen Freund Christoph scheuel nach Nürnberg. Der solle dann diese Thesen auch zu Wenceslaus Link, der dort der Prediger ist, weiterleiten. Und... Äh, hier haben wir den, einen Teil des Briefes. Diese Sätze, welche man Thesen nennt, schicke ich an dich und durch dich an den Vater Magister Wenceslaus. Es sind aber wunderliche Sätze für die Beschränkten. Äh, Im Lateinischen das ist es Paradoxe. Aber gute Sätze und schöne Sätze für die, welche es wissen. Für mich aber die allerbesten Sätze. Gelobt sei Gott, der dem Lichte wieder befiehlt, aus der Finsternis zu erglänzen. Luther war richtig enthusiastisch, dass sein ehemaliger Gegenspieler Karlstadt, der ihn noch Ende 1516 in Rom verklagen wollte, jetzt plötzlich seine Sache fast noch brillanter vorträgt, als Luther das bisher in der Öffentlichkeit getan hatte. Am Ende dieses Satzes hat sich Herr ja Luther auf 2. Korinther 4, Vers 6 berufen, wo es heißt, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, in dem Angesicht Jesu Christi. Auch Wenceslaus Link, Link erhält diese Thesen von. Karlstadt und Luther schreibt in dem Brief übrigens auch mit einem kleinen Seitenhieb, dass diese Thesen besser sind als die Werke von Cicero, weil nämlich Augustinus ähm, oder vielmehr Christus selbst besser ist als Cicero. Das Licht brach sich Bahn. Jesaja 60, Vers 1 und 2 sagt: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Es war ganz offensichtlich, Gott hatte seine Hand hier im Spiel und drängte jetzt Luther, Karlstadt und andere, an die Öffentlichkeit zu gehen, dieses Evangelium, das sie gefunden hatten, klar und deutlich zu kommunizieren, während Tetzel umherging und den Ablass verkaufte. Erneut hatte Luther brieflich den Tauler empfohlen, den er ja im Jahr zuvor kennengelernt hatte, der aus dem Spätmittelalter stammte und dort im Umfeld des Mystizismus gewirkt hatte. Luther hat zu dem Zeitpunkt kein Interesse mehr an der Mystik, hat auch die mystischen Elemente bei Tauler völlig ignoriert und weggelassen. Was ihn aber am Tauler äh, faszinierte, war der praktische Frömmigkeitsaspekt, dass, dass der Tauler darüber schrieb und das noch auf Deutsch, wie man praktisch Christ sein konnte, ohne in den abstrakten philosophischen äh, Termini der Scholastiker. Und entsprechend hat er den Tauler sehr stark empfohlen. Für ihn, weil solche Art von Literatur, wo es um das praktische Christsein geht, noch wichtiger als der neue Humanismus. Am 17. Mai äh, schreibt Luther an einen Propst in Leitzkau, das Kloster dort, und äh, gibt ihm Ratschläge, wie man mit einem Mönch verfahren soll, der in schwere Sünde gefallen ist. Und er empfiehlt, die volle Wucht der Statuten anzuwenden, obwohl möglicherweise sogar der Propst selbst ein größerer Sünder ist. Und Luther begründet es damit, dass äh, wir. Äh, im werk gottes nicht äh, gerufen sind, uns selbst zum maßstab zu machen. Ähm, es mag sein, dass die leiter der gemeinde größere sünder sind als, die, als die, ja, die, 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 die einfachen glieder. das darf aber nicht dazu führen, dass den einfachen gliedern ähm, dann nicht äh, die konsequenzen aufgezeigt werden. luther berichtet an lang am 18. mai die neue theologie und auch das Studium von Augustinus verbreitet sich an der Wittenberger Universität wie ein Lauffeuer. Aristoteles wird immer mehr verachtet, und die Professoren, die noch Vorlesungen im alten Stil halten, äh, mit scholastischen Lehrbüchern, die werden kaum noch Zuhörer finden. Äh, stattdessen gehen alle Studenten dorthin, wo die Bibel und die Kirchenväter pur, ohne scholastische Philosophie gelesen werden und vorgestellt werden. Auch Nikolaus von Amsdorf, der andere Kollege Luthers ähm, aus der theologischen Fakultät, ist jetzt ein absolut treuer Anhänger der lutherischen Theologie. Er hat äh, sich auch eine Ausgabe von Augustinus gekauft, hat es auch studiert. Auch er kannte Augustinus eigentlich vorher gar nicht, hat den, die ganzen Kirchenväter eigentlich so für Grammatiker gehalten. Und äh, Luther. Hat ihn gebeten, den Amstorf, hör doch auf, die Philosophen und die, die Logik hier zu studieren, studier lieber Paulus. Und das hat der Amstorf gemacht und hat dann selbst eingesehen, dass er verführt gewesen ist und durch als Professor an der Universität dadurch auch viele junge Studenten verführt hat. Also Luther, Karlstadt, Amstorf, das waren jetzt mehrere, die dort an der Theologischen Fakultät in Wittenberg wie ein, 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 ein Leuchtturm plötzlich herausragten in der theologischen Finsternis der damaligen Zeit. Und im Juni war Tetzel in Magdeburg. Luther hat jetzt äh, seine Studenten, äh, die er auf das Magisterexamen vorbereitet hat, zu regelrechten Gegnern des Aristoteles Ausgebildet. Er hat das nicht nur ab und zu erwähnt, er hat sie in, seinem, in seinen Vorlesungen so sehr präpariert, dass sie genau wussten, warum Aristoteles falsch ist, warum er das Grundproblem im Studium ist und warum man Theologie ohne ihn halten sollte. Damit hat Luther ganz bewusst natürlich auch den Konflikt mit der alteingesessenen Scholastik ähm, provoziert und ähm, seine Hoffnung war natürlich, dass eine neue Generation diesen Aristoteles völlig aus dem Theologiestudium verbannt. Am 12. Juli ähm, kam, kam es zu einer interessanten äh, Handlung. Ulrich von Hutten war aus Italien wieder zurückgekehrt, wo er ja eigentlich äh, noch studieren sollte, auf Bitten von Albrecht von Brandenburg, der ihm, da, ihm ja einen Arbeitsplatz angedeihen lassen wollte. Er hatte allerdings dort keinen akademischen Abschluss gemacht und äh, kam jetzt zurück. Äh, das hat allerdings den Kaiser... Maximilian nicht gestört, denn äh, der wollte diesen begabten Poeten Ulrich von Hutten äh, für seine eigene Propaganda nutzen und hat ihm dementsprechend die Dichterkrone aufgesetzt. Ulrich von Hutten wurde jetzt wie einige andere zuvor vor ihm auch schon Poeta Laureatus gekrönter Dichter. Staupitz äh, hat am 6. August Luther getroffen. Und äh, wir wissen nicht genau, was dort gesprochen worden ist, aber möglicherweise hat Luther hier noch einmal einen, einen Input bekommen bezüglich der Ablassfrage. Am 15. August waren es die Portugiesen, die zum ersten Mal als erste europäische Nation offiziellen diplomatischen Kontakt mit dem Kaiserreich in China aufnahmen, der Ming-Dynastie. Ende August hatte Luther dann die Gelegenheit, zum ersten Mal Christoph Scheuel persönlich kennenzulernen. Der war für ein paar Tage in... Wittenberg bei Spalatin und äh, beim gemeinsamen Essen hat man sich dann besser kennengelernt. Luther hat spätestens zu dem Zeitpunkt verstanden, dass der Tetzel nicht einfach auf, aus eigenem Gutdünken unterwegs ist, sondern dass es da eine Papstbulle gibt zum Ablasshandel. Deren Existenz hat er jetzt zur Kenntnis genommen. Und in dieser Zeit verfasst Luther jetzt ein kleines Traktat, sozusagen als erste Summe, als erste Schlussfolgerung seines monatelangen Studiums über den Ablass. Und in diesem Traktat über die Ablässe ist er noch sehr moderat und will die Ablässe eigentlich verteidigen. Er will nur solche Auswüchse wie bei Tetzel. Ausmerzen. Die Ideen, die sich dort finden, lassen sich so zusammenfassen. Ablässe sollen mit Ehrfurcht angenommen werden, weil Luther sie nach wie vor als den Schatz der Kirche betrachtet. Christi Verdienste und die Verdienste der Heiligen. Das ist der erworbene Schatz der Kirche. Und äh, die Ablässe nehmen aus diesem Schatz etwas heraus. Deswegen sollte man eben nicht das Ganze zur Geldmacherei ähm, benutzen. Das Volk missversteht die Ablässe. Das war sein Anliegen momentan zu dem Zeitpunkt. <kühm> und beim Ablass werden zwar Strafen erlassen, aber das eigentliche Problem, der Kern des Evangeliums, äh, dass es geht, das Sündenproblem, die Lösung, das wird gar nicht angegangen von den Ablässen. Er äh, gibt zu zu diesem Zeitpunkt, dass der Papst von Strafen lösen kann, allerdings von den Strafen, die der Papst selbst auferlegt hat und interessanterweise sagt Luther äh, im Spätsommer oder Frühherbst 1517, dass Gott vielleicht die Ablässe deswegen zulässt, weil möglicherweise die Toten davon profitieren. Es war ja eine Idee, die Tetzel ja auch ganz stark gepredigt hat, dass äh, wenn der, der Taler in den Kasten springt, die Seele aus dem Feuer äh, springt. Und äh, interessanterweise war Luther erstmal damit noch gar nicht so sehr auf Kriegsfuß. All diese Entwicklungen hat auch Thomas Münzer mitbekommen, der sich im Herbst 1517 für einige Zeit in Wittenberg aufgehalten hat. Auch Münzer hat hier Luther persönlich getroffen und hat diese ganze reformatorische Stimmung aufgesogen. Karlstadt und, und Amsdorf und Luther hatte äh, Diskussionen, Disputationen an der Universität verfolgt, hat sogar einige Vorlesungen dort äh, mitgemacht, hat Luthers Theologie studiert und auch äh, die Ideen der Humanisten dort aufgenommen. Das war eine sehr prägende Zeit für Thomas und dann kam der 4. September. Erneut sollte jemand promoviert werden. In dem Fall Franz Günther aus Nordhausen. Zu dessen Promotion ließ Luther Thesen aufstellen. Und zwar unter dem Thema Stellungnahmen gegen die scholastische Theologie. Es waren 97 Thesen. Im Ganzen. Luther hatte sich gründlich darauf vorbereitet, hatte ähm, den Lombardus-Kommentar von Biel sich nochmal angenommen und jetzt ging er zum absoluten Frontalangriff auf Aristoteles über. Am besten, wir schauen kurz in diese 97 Thesen herein mit einigen wenigen ausgewählten Beispielen. Sechste These. Es ist falsch zu behaupten, dass der Wille von Natur aus korrekte Satzungen erfüllt das ist gesagt in opposition zu Scotus, Don Scotus war einer der großen Scholastiker und Gabriel, gemeint ist Gabriel Biel, der Jahre zuvor ja verstorben war, einer der letzten großen Scholastiker äh, in Tübingen. Also der Mensch hat von Natur aus keinen Willen das richtige zu tun. Siebte These. Tatsache ist, ohne die Gnade Gottes produziert der Wille eine verkehrte und böse Tat. Man sieht also wie eins hier Karlstadt und Luther in ihren Thesen Argumentieren. 18. These: Gott von Natur aus über alles zu lieben, ist eine fiktive Phrase, ein Hirngespinst sozusagen. Dies ging die allgemeine Lehre. Das heißt also, die allgemeine Lehre war, dass es durchaus möglich ist, für einen Menschen aus sich selbst heraus Gott von ganzem Herzen zu lieben und Gottes Gnade wäre dann nur dazu da, das Ganze noch zu verbessern, noch ein bisschen äh, zu helfen und zu unterstützen. Aber Luther sagt, das ist Unsinn, das ist Quatsch. 20. Ein Akt der Freundschaft wird nicht von Natur aus getan, sondern aufgrund vorhergehender Gnade. Die Scholastiker hatten gelehrt, dass äh, die Tatsache, dass ja auch Ungläubige äh, freundlich sind, ist ja ein Beweis dafür, dass Menschen Gutes in sich haben. Aber Luther sagt, nein, nein, selbst wenn jemand etwas Freundliches tut, dann nur, weil vorher Gott schon Gnade gegeben hat. 30. These. Was den Menschen betrifft, geht der Gnade nichts voraus. Außer Abneigung und sogar Rebellion gegen die Gnade. Der Mensch kann keine Schritte tun, um zur Gnade zu kommen. Er kann sie einfach nur annehmen. 34, kurz gesagt, der Mensch hat von Natur aus weder korrekte Vorsätze noch guten Willen. Das ist eigentlich das, was Luther oft damit meint, wenn er sagt, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Da geht es ihm darum, dass der Mensch nicht frei ist, aus sich heraus zu entscheiden, was gut oder was schlecht ist. Er wird immer ohne Gottes Gnade das Schlechte wählen. 40. These. Jetzt ging es ans Eingemachte. Wir werden nicht gerecht, indem wir gerechte Taten tun, sondern nachdem wir gerecht gemacht worden sind, tun wir gerechte Taten. Dies in Opposition zu den Philosophen. Das war genau das Gegenteil von dem, was Aristoteles lehrte und was überall unterrichtet wurde. 41. These. Faktisch, die gesamte Ethik des Aristoteles ist, die schlimmste, ist der schlimmste Feind der Gnade. Dies in Opposition zu den Scholastikern. Also deutlicher konnte man es gar nicht formulieren. 44. Niemand wird ein Theologe, es sei denn, er wird es ohne Aristoteles. Äh, vorher war ja gesagt worden in Erfurt mal äh, von dem Johann Bonemilch von Larswe. Niemand wird ein to Theologe ohne Aristoteles. Jetzt sagt äh, Luther: Man kann nur Theologe werden, wenn man Ad Aristoteles ignoriert. Und dann, hier deutet sich schon an, wie sehr Luther es versteht, auf den Punkt zu formulieren. 50. These, kurz gesagt, der gesamte Aristoteles verhält sich zur Theologie wie Finsternis zum Licht. Das war eine Bombe. Das kann sich heute niemand vorstellen, was das ausgelöst hat in der Wissenschaft, als der Luther das gesagt hat. 56. Es ist nicht wahr, dass Gott den Menschen ohne seine rechtfertigende Gnade annehmen kann. Dies in Opposition zu Ockham, den er ja früher selbst gelesen und studiert und, und gelehrt hatte. Die Scholastiker hatten geglaubt, dass Gott auch einen Menschen so annehmen kann, ohne ihm Gnade geben zu müssen. Luther sagt jetzt, nein, das geht nicht. 68. Deswegen ist es unmöglich, das Gesetz in irgendeiner Weise zu erfüllen, außer durch die Gnade Gottes. Die Selbstgerechtigkeit, der Werksgerechtigkeit wird hier von These für These der, der jegliche, jegliches Fundament äh, entzogen. 72. These. Was das Gesetz will, möchte der Wille niemals, es sei denn, er gibt es aus Angst oder Liebe vor. 76. Jede Tat des Gesetzes ohne die Gnade Gottes erscheint äußerlich gut, aber innerlich ist die Sünde. Dies in Opposition zu den Scholastikern. Die Scholastiker haben so einen äußeren Gehorsam für gut äh, empfunden. Im Grunde genommen waren sie damit so ähnlich wie die Pharisäer, äh, wie der Paulus vor seiner Bekehrung, der Saulus, wo man auch einfach dem Buchstaben des Gesetzes folgen wollte. Und Luther hat das durchschaut, hat festgestellt, äh, äußerlicher Gehorsam ist wirklich eigentlich Sünde. 79 verdammt sind alle die die Werke des Gesetzes tun, 80 gesegnet sind alle die die Werke der Gnade Gottes tun. Also Luther war nicht gegen Werke, es ging um die Frage eigene Werke oder Gottes Werke. Das war die große Frage 84. Das gute Gesetz in dem man lebt ist die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Ja, vielleicht ähm, hat man da ein Déjà-vu, das war fast identisch mit dem was Karlstadt in seinen 151 Thesen gesagt hat. 87, da das Gesetz gut ist, kann der Wille, der diesem feindlich gegenübersteht, nicht gut sein. Was für eine brillante Logik hier. 89, Gnade als Mittler ist notwendig, um das Gesetz mit dem Willen zu versöhnen. Und dann 96, ein vielleicht besonders bewegender Aufruf, wir müssen unseren Willen in jeder Hinsicht dem Willen Gottes anpassen, in Opposition zum Kardinal. Damit ist äh, Thomas von Aquinas gemeint. Am besten an der ganzen Sache war, dass Luther, nachdem er diese, diese Bombe hatte platzen lassen, äh, danach sagt, dass er mit diesen Thesen weder die Kirche noch ihre Lehre angetastet hätte. Das war natürlich äh, vielleicht etwas überspitzt. Es war in Wirklichkeit ein frontaler Angriff auf das, was überall an allen Universitäten gelehrt wurde. Und äh, Luther hat jetzt die Öffentlichkeit gesucht. Er hat diese Thesen nach Erfurt gesandt. Er wollte wissen, wie man dort darüber denkt. Er hat Johann Lang äh, das wissen lassen. Er hat auch angeboten, dass man eine Disputation über diese Thesen auch in Erfurt halten könnte. Er hat sie dann auch nach Nürnberg gesandt, wiederum zu Christoph Scheul, der sie ebenfalls an Johann Eck weitergeleitet hat. Und äh, dass Luther sie nach Nürnberg, dort wo einige der, 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 der fortschrittlichsten Theologen und Humanisten zusammen sind, äh, schickt, äh, diese größte Stadt Deutschlands, zeigt, dass er wirklich jetzt äh, die Aufmerksamkeit für diese Lehre gesucht hat. Schauen wir kurz äh, in seinen Brief an Scheuerl. Ich schicke dir außerdem unsere Thesen, die ganz wunderlich sind und wie es vielen scheint, sehr... Schlechte Sätze, welche uns du unserem Eck vorlegen kannst, dem sehr gelehrten und scharfsinnigen Manne, damit ich höre und sehe, was für einen Namen er ihnen gibt. Also, Luther hat sich gewünscht, dass Scheuerl diese 97 Thesen dem Johannes Eck vorlegt, weil er wissen wollte, was wohl Eck über die 97 Thesen sagt. Es gab zunächst keine unmittelbare Reaktion. Aber die, das Studium in Wittenberg wurde erneut akademisch angehoben. Die Standards wurden angehoben. Ähm, auf äh, Vermittlung von Spalatin kam auch Johannes Esti Campianus. Wir erinnern uns, der viele Jahre zuvor zum äh, gekrönten Dichter ähm, gemacht worden war vom Kaiser, der auch an vielen Universitäten unterrichtet hatte, überall Probleme hatte, immer wieder ausgewiesen wurde, weil er so kämpferisch war. Er wurde jetzt nach Wittenberg berufen, um dort Vorlesungen zu halten. Und äh, all die theologischen äh, Professoren waren jetzt auf der Linie von Luther. K äh, der Lupinus hatte äh, über den alten Kirchenvater Ambrosius äh, aus, von Mailand äh, gelesen. Karlstadt hat direkt über Augustinus äh, gelesen. Esticampianus hat über äh, Hieronymus gelesen. Und Martin Luther selbst über den Hebräerbrief. Er war der Bibelprofessor und hat entsprechend biblische Bücher ausgelegt. Und da im Hebräerbrief geht es genauso um das Evangelium. Ebenfalls ist ja der Paulus hier äh, beim Schreiben. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Innerhalb eines Dreivierteljahres äh, hat der eine Dozent, Professor Luther, die gesamte theologische oder fast die gesamte theologische Fakultät Wittenberg auf seine Seite gezogen. Das Evangelium wird jetzt von Ihnen allen gemeinsam deutlich gepredigt und damit wird Wittenberg wie zu einem Leuchtfeuer in jener Zeit. Karlstadt hat dann auch seinen Kommentar zu Augustinus äh, äh, herausgegeben. Man wollte jetzt also das unter das Volk bringen und oh, diesen Kommentar, dieser Kommentar wurde dann gedruckt. Das ganze unter den unter den äh, aufmerksamen Augen und Ohren der Jugend, die dort studierte. Unter anderem Matthäus Ratzenberger, der am 13. Oktober 1517 16-jährig seinen Baccalaureus machte. Er hatte sich Luther angeschlossen. Diese Jugendlichen waren begeistert von dieser Klarheit des Evangeliums und auch von dem reformatorischen Elan, der sich dort in Wittenberg breitmachte. Ein anderer war Johannes Agricola, der als 23-jähriger der Sekretär von Luther war und mit dem Matthäus Ratzenberger auch befreundet war. Martin Luther indes dachte weiter nach. Die Frage des Ablasses bewegte ihn, denn trotz seines Frontalangriffes auf Aristoteles, wo er mit all seinen Kollegen jetzt übereinstimmte und das wahre Evangelium predigte, war es ihm ein Dorn im Auge, dass dieser Tetzel so gotteslästerliche Dinge predigte. Und er war noch nicht zufrieden mit dem, was er in diesem Traktat bisher formuliert hatte. Es arbeitete in ihm in äh, diesen Wochen, im September und Oktober 1517. Und dann brach sich das Licht Bahn nicht nur in Wittenberg, sondern in der ganzen Welt. Das werden wir das nächste Mal behandeln, dann mit einer Sonderfolge, die die 95 Thesen und die Geschehnisse des 31. Oktober 1517 allein zum Gegenstand haben wird. Wir werden uns die ganzen 95 Thesen uns anschauen, nicht in allen Details, aber so, dass man einen guten Überblick bekommt und werden sehen, was war es, das diesen, diesen Schalter umgelegt hat, wie aus dieser, dieser begeisternden Wittenberger Bewegung die weltweite Reformation wurde. Wir wünschen Ihnen... Gottes reichen Segen und freuen uns, wenn wir nächste, nächstes Mal uns wieder hier sehen, wenn es dann wieder heißt: Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.